Meine Arc-Freunde und ich heiße euch damit herzlich willkommen zu dieser neuen, etwas anderen, aber trotzdem coolen, epischen Serie. Ich habe mich mit über 20 Leuten verbündet und zwar seht ihr heute Arc-Pog Megatrap Action. Das Ganze ist komplett katastrophal losgegangen. Es waren wirklich einfach viel zu viele Leute. Keiner wusste wer, wie, wo, was. Wir haben einfach gesagt, Offi, Leute, joinen und rein da. Und genau aus diesem Grund würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Genießt das Ganze. Keine Ahnung, wie viele Folgen es kommen werden. Das Ganze läuft immer noch, wenn ihr das gerade seht. Es ist ultra funny. Und ja, immer wieder wünscht sich Leute, yo, Hamsi, spielt da mal nicht solo, sondern in einem Tribe. Bitteschön, da habt ihr jetzt 25 Leute. Fangen auf dem Offi an. Viel Spaß und let's go. So, an der Vierer-Note ist gerade ein blauer runtergekommen. Weil, wo bist du? Bei der Note. Aber ich bin kein Admin. Also. Ah, du kannst dich einladen. Warte, wie heißt dein Game? Ihren. Bitte versucht nicht so sehr ineinander zu sprechen, sonst platzen mir auch die Ohren, wenn ich das Ding schneide. Ja. Das wäre sehr lieb. Jetzt redet keiner mehr. Jetzt hast du es geschafft. Ja, Alter, jetzt. Hat jemand schon einen guten Feed gefunden? Noch gar keinen gesehen. Ja, ich habe einen gefunden, aber der hat einen Sattel drauf, den habe ich direkt mitgenommen. So, und für den einen oder anderen mag es jetzt erstmal vielleicht ein bisschen verwirrend sein oder einfach zu viele Leute. Ich weiß, das wird sich aber bald legen, denn man muss ja auch erstmal so viele Leute koordinieren können, Sounds anpassen, dies, das. Das ist nicht so einfach manchmal. Dennoch haben wir das ganz gut hingekriegt und haben uns erstmal alle an einem Punkt versammelt. Spot-technisch auf dem Offi ist es wieder so eine Sache. Einerseits brauchen wir viel Platz, weil wir sind viele Leute, wir müssen viele Tames bunkern. Andererseits ist halt immer die Frage, wie geht man da hin? Caves waren für den Anfang schwierig, weil wir erstens natürlich keine Cryos haben und zweitens noch auch keinen Teleporter. Weil wir haben natürlich auch noch keinen Post gemacht, logischerweise. Also haben wir uns als erstes für den Aufbauspot im Nordwesten von Island entschieden. Und zwar auf der Snowbridge. Einige kennen es, ne? Dieser längliche Spot oben im Norden. Werdet ihr gleich auch nochmal sehen, beziehungsweise habt ihr eben im Intro schon gesehen. Und unser erstes Ziel war somit, den Spot erstmal zu sichern. Oh, sorry. Ist einer wieder in den alten Megalodon gesprungen? Ja. So, hallo, ich bin auch da. So, lade ich dich auch noch ein, hinter dir. Aua! So, jetzt muss ich es aber irgendwie schaffen, den Alpha-Megalodon zu dodgen. Oder soll ich mir erst einen Pete holen und danach No-Draw machen? Nein, macht keinen Sinn. Kein Wunder, dass ich niemand von euch sehe. Du bist auf dem falschen Server connected, oder was? Ja. Stark, Mann. Du hattest eine Aufgabe, die hast du gut hingekriegt. Wo fängt man den No-Draw ungefähr an? Besten Zone 2. Ja, das weiß ich. Bei so einer Klippe. Aus beider Vierer Noten. Das Vierer Noten, dann die anderen alle. Dann laufe ich immer runter, das ist eine Note. Die Quetzelnote ist, glaube ich, und dann. Wait, sind das unsere Steinsachen? Ja. Wait, dann mach mal die Kiste, bau die Kiste um. Ich bau direkt eine 202 dahin. Ist einfacher. Sie hat einen Demorphodon umlegen, wer ist das? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich bin's. Ja? Dirk, ja. Okay, dann ist es schon im Drive? Ja. Dann bitte mal inviten. Dankeschön. Wer ist momentan das höchste Level? Ich glaube 71 ist das höchste, was man so ungefähr gerade sein kann. Ich bin an 71. Ja, ich bin 70 momentan. Ja, ich bin besser als ihr alle, ich bin 72. Ja. Crazy. Ja, ich glaube der Server ist ausnahmsweise der richtige. Wo ist die 4x genau? West 3 war das, oder nicht? Auf der Klippe. Ja, oder ist es keiner von uns hier? West 2. Ich glaube, das war gar keiner von uns. Irgendjemand war es. Oh, Jungs, hat einer Fleisch? Marco Barris ist er. Ja, ich hab. Also, ich bin jetzt direkt auf der 4er Note. Ja, der hat in den Chat geschrieben, dass er mitspielen will, aber so. Nur bei meinem Discord. Ich könnte ihn abschlachten. Der gehört nicht zu uns. Also, der hat mich gerade an der 4x ausgenockt. Ich war ja, jetzt haut ihr bitte kaputt. Also, jetzt mal gucken, dass alle invited sind und dann. Der hat im Discord, glaube ich, angefragt, aber noch nicht die Rolle bekommen, kann das sein? Weiß ich nicht. So, Leute, ihr seht schon, das Ganze ist ein bisschen chaotisch gerade. Aber wir kriegen uns so langsam, wir finden uns ein. Wir haben unseren Trailer erstellt und wir gucken jetzt mal, was man so mit um die 20 Mann auf dem Oppi starten kann. Alter, jetzt kommt hier ein Drecksdodo und will mich raiden. Sau. Wer ist Human 3? Haben wir Human 3 im Clan? Drückt einfach L. Sind die Cooking Pots grün oder gelb? Grün, glaube ich. Ja. Wann können denn Cooking Pots grün sein, bitte? Nein, der Name. Ach so, Alter. Ja, der Name ist grün. Ich hatte schon verstanden, was er meinte dann wieder, aber. Nein, redet von Clan. Wir sind hier in Ark, Alter, sagt Tribe. Gar nicht. Die Gruppe. Haben Sie die Gruppe? Komm mit die WhatsApp-Gruppe.
Gleich fliegst du aus dem Clan. Ey, Spaß. Moin. Hat schon einen Bogen, natürlich. Hm. Ach, warte. Hat er schon Poli für Turrets, Alter? Ich bin vorbereitet. Schade. Bist du schon im Eis? Nee, Hesperon ist gekillt hier. Am Fluss. Die geben auch Poli. Ich denke, jetzt war gefragt, wie sieht's aus? Sieht gut aus. Wasserhahn. Gut. Das gibt's ja nicht. Doch, bei Roller. Boah, Alter, merkt schon richtig, so eine richtige Rentnergruppe bei den Jokes hier, Alter, meine Güte. Okay, so, was ist denn jetzt die erste Goal jetzt? Erstmal Metal Flak Pain machen und dann abtame und farmen oder was? Wie sieht's aus? Ich bin jetzt gerade schon schnell ein paar Punkte, dass man das Missy bauen kann. Ja. Okay. Wo genau bauen wir jetzt erstmal Stotterbase? Am Ready Point. Das Sponsor eigentlich. Zumindest jeder erstmal Metallwerk zur Stadt, weil mit dem Steinzeug, das ist ja. Ewig und drei Tage. Holen, als wir gestartet haben, waren 20 Leute auf dem Server, jetzt sind es knapp 50. Du musst das. Das sind aber nicht alle von uns. Human, ja. Mango, kannst du mir eben kurz Steintools craften? Ich hab noch nichts. Da gut. Also ich hab schon genug Metal für eine Smithy im Elf dabei direkt. Also soll ich jetzt Smithy craften? Ich kann eine machen. Ich crafte gerade schon eine. Okay, dann spare ich mir das. Dann spare ich dir das. Deswegen. Kann ich gleich mal 5 Metal Tools machen. Anki, willst du Dings? Hm? Betäubungspfeile ein paar haben? Nein. Daneben? Nein? Nein. Okay. Ich nehme mir dann schon alles gut. Mango, hast du den Node Run nicht geschafft oder was? Ja, also, das kann ich nicht mehr. Ah, ich Metal direkt rein. Die sollte man jetzt darüber kommen oder zu sterben? Das ist eine gute Frage. Ach, wir brauchen keinen Parasaurus mehr, by the way, ne? Der ist schon tamed. Okay. Tamed, warte. Ich wollte nur sagen, falls ihr euch unnötig Dings macht. Ich habe einen Moshops getamed. Wie Mann, der ist bei 64%. Ach, der könnte das gleich fertig. Ich habe ein Bett auf der Schneebrücke gerade gesetzt. Was? Sehr gut. Also gehen wir da dann hin, final erstmal. Ich glaube, das ist so der beste Spawn. Ja, das Metal, Uli, alles in der Nähe. Ja, dann machen wir es so. Gut. Ja, gut. Ihr könnt auch direkt spawnen, wenn Leute nichts haben. Dann weil mit 20 Mann auf einen Eisberg bauen ist, glaube ich, auch ein bisschen eng. Ich muss unbedingt Resi leveln, Digga. Ich erfriere die ganze Zeit. Aber persönlich bin ich auch für die Schneebrücke. Ja, dann wir gehen da auf jeden Fall hin. Machen wir es so. Ist recht groß. Viel Platz. Ganz viel Tames auch davor. Hinstellen. Das Archies, Ankylos, alles in der Nähe. Okay. Kommen wir noch dazu. Rhinos, Duties, alles wichtig in der Hinsicht. Wir haben schon Pete genockt, ne? Irgendwer. Ja, ich hab den genockt. Ja. 75. Also Leute, wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, unser Plan ist es, dass wir die Ice Bridge tamen. Bedeutet, das ist einmal hier oben. Tamen, genau. Wir tamen die Ice Bridge. Nein, wir wollen sie bebauen. Die ist hier. Das heißt, ich mache mir gleich mal einen Waypoint bei 33,12. 33,12. 1 Ice Bridge. Und wir machen natürlich einen. Was machen wir für einen Marker? Der ganz nett aussieht. Oh, so einen bläulichen. Zack. Ist der Pete fertig? Ja, ne? Nö. Bei 10% etwa. Wir hätten hier mit Gili rum. Das bin ich. Achso. Gerade, hey. Also eine brauchen wir noch, ja? Also, ich nee, jetzt ich komme gerade das Minigames. Ich glaube, ich habe den Alpha oder so gefunden. Also Alpha 3 oder so, oder? Ja, könnt auch. Jungs, wenn ihr Narco-Berries braucht, im Moshops sind extrem viele. Mhm. Ich habe gerade ein bisschen gefarmt. Und Metallspitzhacke. Wieso, Danny, was hast du gefunden? Sehr, sehr viele BM auf Gates an den Kano, der mir. Ich geh schnell mit den Moshops zur Not. Wo hast du es gefunden? Beim Rally Point ist diesmal hier, ja, in der Base drin. Wer ist denn das im Gilly hier? Wo soll ich hin? Bin ich noch im Tribe. Achso. Dann ist keiner von uns, wenn ich im Tribe ist. Ah, ich würde mich schon mal langsam Richtung Ice Bridge bewegen. Und wir haben das halt mit Sven, weil das wahrscheinlich dezent öffnen, schätze ich. Nein, ich bin Naked Ding gelaufen. Man hört Sven immer noch nicht. Gehört zu uns. Man hört ihm auf, mich so viel zu schießen jetzt, Alter. Schon die Hose weggeschossen.
Ach so, Leute, und nimmt's mir nicht übel. Ich wusste tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht, dass wenn man einen kompletten Gilly anhat, ist der Tribe-Name nicht einmal angezeigt wird, beziehungsweise der Spielername. Das wusste ich nicht. Und die ganzen Leute aus meinem Tribe haben mich die ganze Zeit abgeschossen. Und ich denke mir die ganze Zeit, hä? Warum schießen die mich denn ab? Die haben meinen Namen nicht gesehen. Deshalb haben die wahrscheinlich gedacht, ich wäre ein Gegner. Aber das habe ich erst später gecheckt. Aber das seht ihr dann noch. Ich hoffe einfach, dass das da oben ein Titan ist und kein Giga. Der Tempt ist. Ich hoffe auch ein Giga. Das wirst du schon für genug erfahren. Ja, ich habe noch einen zweiten Piece. Sagen 85. Für Mark. Auch bei dem anderen? Oder? Was? Auch bei dem anderen, wo du getamed hast, oder? Ja, in der Nähe. Hast du ihn schon genockt oder brauchst du noch? Ja, 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 schon genockt. Ich bin 31,11, ist das richtig? Bist du bei der Icebridge schon oben, oder was? Nee, ich bin von unten auf einer Eisscholle und ich erfriere gleich. Ich weiß nicht, wer gerade in der Nähe ist. Oben ist aber, glaube ich, jemand, der könnte dich einladen. Wäre wahrscheinlich sogar wichtig, aber... So, Jungs, ich geh jetzt auch Pete suchen. Ja, ich bin auch dabei. Ich klatsch halt hier alles für Hyde. Und ja, ich geh jetzt noch kurz nach Hause. Bring's Hyde nach Hause und dann geh ich Pete suchen. Ja, wir haben ja zwei Pete's, eigentlich sollten die mit dem Pete's suchen. Ja, die Pete's sind noch nicht tamed. Ja, einer ist fertig. Ich bin ja, gerade auf dem. Macht Sinn, das Primate ins Campfire zu tun, dass die länger halten? Weiß ich nicht. Bench, ja. Mhm. Aber da muss dann auch Öl dabei sein, sonst bringt das nichts. Öl und Sparkpowder. Sparkpowder haben wir genug. Öl aber nicht. Sparkpowder reicht, du brauchst kein Öl zum. Nur wenn du Dings herstellen willst. Jerkmeat, oder? Ja. Nein, ja. Du brauchst beides leider, das ist das. Dann also das ich dachte auch noch. Nee, zum zum haltbar machen brauchst du nur. Brauchst du nur Dings hier, Kannst du nochmal daherkommen, wo du den Pete getamed hast? Ich hab Primeat. Kann ich dir schon packen, ich renn gerade zu dem anderen Beat, hab Prime dabei, ich hab ein paar. Ja. Okay, Leute, kurzer Zwischenstand, wie es jetzt aussieht. Also, ihr seht schon, hab's diesen Buschkrieger geworden. Ich hab mir eine Ghillie gemacht und das sieht ultra sick aus, muss ich sagen. Ich finde, sie sieht aus wie so ein Buschkrieger. Weil, wenn ich mich hier verstecke, jetzt mal ehrlich, ihr würdet mich nicht sehen, oder? Cool. Feier's. Ich hole mir jetzt einen Iguanodon und dann treffen wir uns am Sammelpunkt und zwar ist das oben bei der Icebridge. Ihr seht schon, die Leute haben sich hier langsam verteilt. Ihr tamen ein paar Sachen und es geht dann hoch Richtung Spot. Ich hab Bock, es wird cool. Mal gucken, wie lange das Ganze geht. Ich bin sehr gespannt. Ist auf jeden Fall eine nette Truppe, die wir hier haben. Dann hast du irgendwie einen Pizza oder? Ja, nicht. Also ich hätte das auch noch, ja. Ich kann da noch. Wir brauchen mehr Spoiled Meat. Oder hat jemand Leder? Der gerade in meiner Nähe ist. Ja, ich hab Leder. Als Spoiled Meat habe ich 80, aber ich bin halt jetzt Richtung Icebridge unterwegs schon. Du musst hier mal als Favoriten speichern. Funktioniert eh nicht. Ja, das stimmt. Ist ja toll auch, dass man die Möglichkeit hat, die letzte Session zu joinen, aber es funktioniert halt auch nie. Alles kommt alles noch. Oh, ich hab einen Pief, mashallah, komm her. Wir rechnen nicht damit, dass du denselben Server zweimal spielen möchtest. Nee. Das ist auch komplett unlogisch, warum sollte man. Wir rechnen damit, du startest das Spiel, ich finde das jetzt so scheiße und machst es wieder zu. Ja, genau das habe ich gemacht. Hector, sehe. Geil. Willkommen in der Arc Experience, so ist das eben. Kann man irgendwie ohne trinken, also ohne Wasser auffüllen? Ist es EU oder ist es... Was ist denn das für eine Frage, bitte? Nee. Das ist ja, ich kann nicht was essen, ohne ich zu mein, essen. Früher ging es ja mit... Also mit Bären dazu. Ja mit was? Mit Bären kannst du ein bisschen Wasser auffüllen, aber... Sonst ich habe jetzt jede Beere gegessen, aber kein Wasser dazu. Ja, ja, du musst die schwarzen Bären essen. Ja genau, die schwarzen oder die weißen. Jetzt hör doch mal auf, den zu trollen, Alter. Wenn du dein Implantat isst, bekommst du auch Full Essen und Wasser. Ja, ich weiß, aber dann ist man gerespawnt. Ja, also die Bären bringen dir halt nur, dass du nicht mehr den Durst-Effekt hast, aber wenn du wieder sprintest, dann hast du wieder Wassermangel. Achso, das ist der Bit, wo du hast. Hat jemand von euch Prime? Das habe ich gerade eben alles komplett abgegeben, was ich hatte. Aber das ist echt smart, hier immer in die Campfire reinzugucken. Ich habe mittlerweile auch schon 200 Charcoal gesammelt. Ja genau, alles mitnehmen, was geht. Läuft einer von euch hier
Ich bin jetzt gerade hier angekommen. So, sonst, wenn ihr jetzt keinen Pete findet, dann geht erstmal zur Ice Bridge, ne? Und alle, die Pete haben, versuchen dann noch erstmal ein paar Petris zu tamen. Dann teilen wir es ein bisschen auf so. Wer ist gerade eigentlich alles bei der Ice Bridge? Haben sie das oder? Noch nicht, ich bin unterwegs, aber ich bring gleich zwei Pete mit. Okay. So, 5 Stunden noch, ne? Für Boss. Ja, let's go. Locker easy, ich hab schon alle Artefakte und Tribute. Oh. Ja, dann. Leck? Nope. Wie läuft's? Aber ich muss sagen, es geht für einen NA-Server sogar ganz okay. Ja, es ist halt nur so, du springst und in Wirklichkeit springst du dann erst halt ein paar Sekunden später. Ja, genau, halbe Sekunde später, aber das... Zum Beispiel. Du wirst es erst merken, wenn man wirklich was raidet oder so. Ja, oder wenn du jemanden snipen willst. Luca, nimmst du den Pete? Pack dich gleich drauf. Wie gesagt, mal rüberfahren. Ja, an die Sachen, ne? Nicht. Wer ist eigentlich schon alles in der, also im Schneebium in der Base sozusagen? Ich bin schon rum. Ich bin da. Ich gehe mit dem einen Pete schon mal Richtung Eisbrücke. Wisst ihr, was ich gerade herausgefunden habe? Nein. Wenn du ein Bett platzierst, hat das Bett von Anfang an einen 30-sekündigen Respawn-Cooldown. Du kannst nicht platzieren und instant respawn. Ja, das sind die 30 Sekunden, wo du es aufheben kannst. Jetzt einer, der nicht im Tribe ist. Was ist mit dem? Bei unserer Base. Welch? Bei der Ice Bridge? Nee, bei uns. So. Okay, ja, wer nicht eingeladen ist, den könnte eigentlich einer raufkloppen. So. Also ist das niemand von uns, dann bring ich den um jetzt. Ja, bring den um. Mach ich. Der ist in unserer Base drin. Ja, aber naked. Warte mal. Wer braucht einen Admin? Müsste es Admin sein? Ja. Hab dich eingeladen. Was ist denn hier los? Perfekt, er ist im Tribe. Easy. Wo ist denn jetzt mein scheiß Pete gelandet? Hier. Ja, let's go. Okay, dann könnt ihr meinetwegen los. Ich hol jetzt mal den blauen Drop mit Ring. Jo. Komm ich hier mit Pete noch gut hinterher. Boah. Aber einer war doch noch auf dem Weg, oder nicht? Nein. Da oben steht noch einer. Er würde sich da jetzt bereit erklären, die Base zu bauen. Zumindest mal so ein 4x4 Kasten. Mal alles hochziehen, drinnen ordentlich also sortieren. Ich würde mich, wenn ihr nichts dagegen habt, um Archie kümmern wahrscheinlich erstmal. Wir bräuchten, keine Ahnung, denkst du, wir kriegen schon C4 hin? Nee, also wenn Granaten. Wenn Granaten. Raids mit Steinbutze mit Dings, mit C4, Alter. Hier sind drei Steinbutze nebeneinander. Also. Ja, also wie gesagt, erstmal herkommen, wir machen ein paar Grundressourcen und dann könnt ihr mit Granaten los und besorgen, was geht. So Leute, wir sind da. Die Ice Bridge ist geil. Ich finde die Atmosphäre ist übelst cool. Vor allem jetzt hier im Schnee. Ich werde mich jetzt erstmal tatsächlich selber um die Base kümmern. Und genau. Amtsi macht Base. Der Rest ist am Tamen und ja, ich würde sagen, hauen wir euch mal eine kleine Timelapse rein und sehen, was wir so machen können. Let's go!
Ja Leute, was soll ich sagen? Wir haben uns langsam im Spot eingelebt, sage ich mal, ne? Ich habe mich weiter um die Base gekümmert. Jeder hat so seinen Teil erfüllt. Langsam haben wir uns auch ein bisschen in Channel aufgeteilt, ne? Weil auf Dauer mit 20 Mann in einem Channel, ihr wisst, wie das ist, manchmal, ne? Da geht man sich gegenseitig eher auf den Sack, als dass man sich da unterstützt im Tribe. Daher haben wir uns ein bisschen aufgesplittet, kleine Gruppen gebildet, ne? Und jeder ist irgendwie seinen Aufgaben nachgegangen. An dieser Stelle werde ich die Folge aber beenden. Ich bin jetzt, während ihr das hier gerade schaut, wieder mitten am Suchten. Wir sind mittendrin noch in der Season. Aktuell ist der Tribe erstmal voll. Das heißt, ne, ihr könnt trotzdem in den Channel schreiben, wenn ihr mitzocken wollt. Ne, auf meinem Discord. Schaut dafür einfach das letzte Video. Dort habe ich das am Anfang erklärt. Wer Bock hat, kann sich gerne anschließen, wenn wir wieder Leute brauchen. Aktuell sind wir fürs Erste, ich sage jetzt mal, voll, weil wir wirklich schon viele sind und es langsam echt, ne, schwierig wird zu koordinieren. Ich denke aber, dass wir in ein, zwei Tagen wieder neue Leute aufnehmen. Ne, für solche Infos einfach mein Discord joinen. Da schreibe ich immer alles und dann kriegt ihr das auch mit. Und ja, an dieser Stelle bedanke ich mich nochmal bei allen, die bis jetzt mitgezockt haben, ne, und die immer noch mitzocken. Macht übelst Spaß die Jungs sind sympathisch, kann man nichts sagen, ne? Keine Frage. Und ich kann euch verraten, da wird noch einiges passieren, Leute. Einiges. Und wenn ich sage einiges, meine ich viele Raids. Viele Raids. Oh, jetzt habe ich gespoilert, Raids. Okay, wir werden raiden, wer jetzt gedacht. Aber wie, wann, ob wir angegriffen werden, ob wir geradet werden, ob wir uns neu aufbauen müssen, ob alles glatt läuft, das seht ihr alles in der nächsten Folge. Und zwar am Montag, wenn alles glatt läuft. Nächste Woche sollte dann auch das Projekt endlich starten. Und ja, mal gucken, wie ich das dann aufteile. Eventuell wird es dann irgendwie zweimal die Woche ArcPop geben und einmal die Woche Projektvideo. Wie ich das aufteilen werde, das werdet ihr dann im Laufe der nächsten bzw. übernächsten Wochen sehen. Der Dezember ist fast rum. Wir haben fast Ende des Jahres. Krass. Und ja, was soll ich sagen? So ist es. In diesem Sinne, das war's für die heutige Folge. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die letzte Season nicht so gut bei euch ankam. Ihr könnt gerne mal Feedback geben, ob ihr jetzt Offi doch nicht so feiert oder doch mehr feiert irgendwie, ne? Die Videos wurden irgendwie weniger Leuten angezeigt. Genau, könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben, falls euch da irgendwie was aufgefallen ist. Wenn ihr sagt, oh nee, das hat mir gar nicht gepasst, Alter. Macht das mal ein bisschen anders oder nee, war eigentlich super. Schreibt es mir rein, ich lese alles durch. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht was draus, zockt entspannt, esst was, geht mit der Family raus, macht was. Und ja, kauft eurer Freundin Blumen oder eurem Freund, je nachdem. Ja, warte mal, ist dann eigentlich schon... Moment, Achtung, jetzt kommt Hamsti und Sachen merken. Ist nicht der erste Advent am Sonntag? Heilige Scheiße, Moment. Nee, never mind. Der erste Advent war schon. Cool. Also, ich wünsche euch dann schon mal ein vorläufigen zweiten Advent am am Sonntag. Zweiter Advent. Ja, genau. 10. Dezember. Alles klar. Okay. Cut. Wir fangen nochmal von vorne an. Ja, Leute, ich wünsche euch am Sonntag einen wunderschönen zweiten Advent. Genießt die Zeit mit der Family, Freunde und wem auch immer. Macht das, worauf ihr Bock habt. Und, mehr gibt's da, glaube ich, nichts zu sagen. Wir sehen uns, haut rein, bis dann und ciao.